Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Und ihr seht schon, wir sind woanders. Ich bin mit Geralt mal fix nach Weißgarten gereist. Mittels Schnellreisefunktion. Ich würde gerne diese zwei Sachen noch abhaken. Dann haben wir das weg. Und können uns dann. Nee, falsche Waffe, Geralt. Nimm mal bitte dein Silberschwert. Ich habe doch den Ghoul schon gesehen. Ach, ein Level 2 Ghoul. Das ist ja süß. Willkommen zurück. Das ging fix. Und Geralt guckt gleich wieder ganz selbstzufrieden. Ich mag es, wenn er sich freut. Das nehmen wir mit. Sonst ist hier nichts. Gut, dann einmal auf die Weltkarte gelunzt. Die haben wir doch aber jetzt gemacht, ne? Das ist jetzt. Achso, das ist eine Kräuterhändlerin, die jetzt hier ist. Verdammte Hexer. Kräuterhändler meine ich natürlich. Gut. Hat der. Es tut mir leid. Hat er durch Was? Zufall noch eine Quintkarte? Hast du was Interessantes? Schneesturm, weiße Möwe. Schein ist absurd. Und Genius absurd. Keine Quintkarten. Leb wohl. Gut. Und dann gehen wir jetzt den Weg zurück. Da haben wir noch unser Lager. Sonst, hier oben ist noch ein Monsternest, sehe ich gerade. Was macht denn Blitze da drüben? Das Monsternest nehmen wir auf jeden Fall jetzt auch noch mit. Wir machen über die Schnellreisefunktion. Wir reiten jetzt hier nicht stundenlang durch Weißkap. Aber wir können zumindest dann alles abarbeiten, was wir so haben. Den ist es nämlich auch mal weg. Einmal über die Schnellreise. Ah, da ist ja nichts so wirklich zum schnell hinreisen. Dann nehmen wir das. Ist mir irgendwie ein Bedürfnis, das noch schnell fertig zu machen. Muss ich gestehen. Okay. Warte, Hü. Hey, wo ist denn der Sattel? Wo ist plötzlich Sattel? Da ist er wieder. Haben wir jetzt den Blitze? Ich hätte gern, dass du den Greifenkopf. So. Warum? Weil der nämlich so schön lustig aussieht. Guckt. So ganz glücklich sieht der aus. Deswegen hätte ich den gern. Nicht so schnell, Plätze. Ja, du kannst schon ein bisschen. Bisschen Druck kannst du schon machen. Guck mal, der lacht. Langsam. Aber nicht in die falsche Richtung, wenn es geht. Der lacht nämlich so. Wenn er da mal so guckt, ne? So. Das sieht nämlich aus, als würde der lachen. Hops. Ah, mal das Silberschwert. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Haben wir den nicht sogar schon? Es hat doch nur noch das Ding gefehlt. Den haben wir schon.
Aber gut. So, dann hätten wir das. Oh. Sehe schon. Ja, richtig. Nein, 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 nein. Bleib doch beim Silberschwert. Junge. War das der einzige? Nee, hier drüben ist noch einer. Den nehmen wir jetzt auch noch schnell. Oh, noch einige. Huch, falsches Schwert. Gut. Blätsche, Blätsche, Blätsche. Los, los. So. Dann zurück zum Schnellreiseort. Obwohl, wir könnten auch schnell querfeldein bis hier rüber reiten. Könnten wir machen. Wenn das geht, machen wir das. Die Kickerbrücke, was ist denn das? Hey, warum habe ich denn hier vorne nicht gesehen? Komm ich nicht rein. Aber das ist ein Schnellreiseort. Na gut. Dann, reisen wir dahin. Und müssen dann nach da 52 Metern. Wir brauchen auf jeden Fall die Armbrust ausgerüstet. Wie war das gleich noch mit der Armbrust? Hä? Achso, alles klar. Ich nutze die ja nie, deswegen weiß ich sowas nicht. Ach, hier war der komische Friedhof, ja. Ich erinnere mich dunkel. Ich muss trotzdem noch mal gucken. Ist da drüben. 61 Meter. Können wir von hier aus da hinschwimmen? Ich muss gestehen, dass mir das überhaupt nicht taugt. Mit der Armbrust. Also, uah. Habe ich den jetzt erwischt? Nee. Ich komme mit der Armbrust überhaupt nicht klar. Okay, immer auftauchen bitte. Sauerstoff tanken und wieder runter mit dir. So, und dann, wow, das war knapp. Das war sogar sehr knapp. So. Noch einer, ich drehe durch. Das taucht mir halt echt überhaupt nicht. So, wo ist denn das jetzt hier? Das war's? Ernsthaft? Dafür bin ich jetzt hier runtergetaucht? Na gut, dann haben wir ein bisschen Kreuzdorn mitgenommen. Können wir mal machen. So, Geralt, einmal wieder auftauchen, bitte. Bevor du mir ersäufst. Und da schwimmen die Gesellen.
Wäre es darüber schneller gewesen, oder was? Ja, ist egal. Wir gehen hier wieder an Land. Ach, Geralt, jetzt quietscht die Hose wieder. Ja. Was mein heute. Ich laufe erstmal hier rüber. Das Hotte findet dann schon seinen Weg. Da ist er doch. Das Plätzchen. Ja, die Wölfe können wir jetzt ignorieren. Wir müssen ja eigentlich nur zur Schnellreise kommen. Denn ich glaube, damit haben wir jetzt in Weißgarten alles abgedeckt. War jetzt nicht so viel, was wir da hatten. Aber es war mir wichtig, dass wir das noch machen. So. Ja. Ja. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, ob wir noch was vergessen hätten. Sieht nicht so aus. Wir gehen zurück auf die Weltkarte. Nach Velen. Und haben hier noch am Anschlagbrett ein bisschen was. Wo bin ich denn? Wo ist eine Insel? Wir reisen zum Geheimhügel. Verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Wir haben das Monsternest, glaube ich, jetzt gar nicht durchsucht. Ups. Egal. Na, das dauert aber ganz schön lang jetzt. Ja, ist ein weiter Weg, ne? Ach, hier sind wir die Wildhunde am Start. Das ist nicht so schlimm. Was ich mal schnell schauen wollte, ist zu der. Aber einiges. Wie macht man eigentlich Alkohist? Kirschlikör. Mariborwald beschleunigt die Ausschüttung von Adrenalin. Hexerblut fügt Vampiren und Nekrophagen Schaden zu, wenn sie den Hexer verbunden. Verbesserte Schwalbe, was fehlt uns da? Nicht der Ernst. Da habe ich vorhin die ganzen. Oh, habe ich vorhin die ganzen ertrunkenen Gehirne verkauft, ne? Das stellen wir nur einmal her. Ja? Einfach nur, damit wir es mal haben. Mist, ich habe die ganzen ertrunkenen Gehirne verkauft. Weil ich dämlich bin. Die Hunde habe ich jetzt nicht so den Bock. Alle, hopp. Ja, Greifenkopf ist ausgestattet. Sehr schön, Plätze, sehr schön. Huch. Plätzchen. Nicht so schnell, Plätze. Guck mal. Geht das jetzt? Jetzt kriegen wir das hin, ne? Prima. Falsch geritten, Plätze. Plätze. Oh Gott. Beweg dich. Das ist nicht dein Tag. Ach, der sitzt auf dem Pferd. So. Jetzt nicht mehr. Was haben wir denn hier? Lasst ihn nicht zu Atem kommen. So,
getan? Weiß ich nicht. Musst du mal deinen Kumpel fragen. Ob es weh getan hat. Also noch welche. Sieh doch. Ich will die Pferde nicht verletzen, ehrlich gesagt. Weil die Pferde können nichts für. Gut. Meine gute Helke, weißt du noch, wie du sagtest, Izbor, raub nicht die Leute aus, den Göttern gefällt das nicht und außerdem sind in diesen Tagen nur Flüchtlinge auf den Straßen und die haben noch weniger als wir. Weißt du noch, wie wütend du warst, weil ich nicht auf dem Feld arbeiten wollte und nichts zum Essen mit nach Hause brachte? Nun, du wirst diese Worte schlucken müssen, meine Liebe. Schluck sie runter mit einem herzhaften Stück Demut und gebackener Krähe dazu. Gestern haben wir diesen Händler erwischt und keinen aus Gors Velen oder Brenner, sondern aus Nilfgaard. Aus der Stadt der goldenen Türme. Er sprach kaum unsere Sprache, aber es reichte aus, dass wir uns verstehen konnten. Er sagte, er bringe Waren zum Lager der Schwarzen. Wir nahmen alles, was er hatte, und ich sagte, liebe Helke, so viele Kronen hast du deinen Lebtag nicht gesehen. Noch wirst du je so weit zählen können. Jetzt werden wir ihn uns erstmal richtig vorknöpfen. Wir wollen ja sicher gehen, dass er sein Gold und sein Zeug nicht irgendwo versteckt hat. Wenn wir ihm die Daumen abgeschnitten haben, wird er von dem Geld in den Sohlen seiner Stiefel reden. Und wenn Mirko ihn verbrüht, erzählt er uns von den wertvollen Edelsteinen, die er in seinen Futterbeutel genäht hat. Er erzählt uns bestimmt einige solcher Dinge. Man weiß nicht was, bis man es probiert. Sagt den kleinen Paps, kommt bald nach Hause, und er bringt Spielsachen und Leckereien mit, und sie können so viele Honigkuchen essen, bis sie platzen. Für dich, Helke, habe ich eine silberne Halskette und Brosche dabei. Du kannst da manchmal ganz schön ekelhaft sein, aber ich liebe dich immer noch, du ungezogenes Weibsstück. Izbor. PS, zieh das Nachthemd mit der Spitze und den roten Perlen an, wenn ich zurückkomme, und gib deiner Zuckerschnute etwas Farbe. Ja, nee, ist klar. Wir müssen den Schlüssel finden. Käfigschlüssel, da ist er doch gewesen. Das nehmen wir einmal alles mit. Der ist ja jetzt in Sicherheit da drin. Das passt schon. Oh, noch mehr? Ja. In den Kisten. Hier ist noch ein Fläschchen. Hier ist nichts drin. Da ist drin. Okay. Dann, machen wir mal auf hier, hä? Hältst du davon? Guck mal. Möchtest du vielleicht. Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Wagen für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Okay. Das ist aber nett. Das kam jetzt so unerwartet, dass da hier sowas ist. Was denn? Will er mir ernsthaft erzählen, er hat es nicht mitgekriegt, wie ich seine ganzen Kumpels da abgeschlachtet habe? Ja gut, wenn er sagt, er hat das nicht mitgekriegt, dann hat er das nun mal nicht mitgekriegt. Was ist denn Berg da oben? Plätze, wartest du kurz hier, kann ich hier nochmal hoch? Geht. Das ist nicht so. Wir sind nicht mehr im Weißgarten, ja, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Was ist denn das kleine Totenkopfsymbol da?
Monsterlager. Ah, das muss ich trotzdem. Mann! Das ist ein Monsterlager. Mhm. Die haben ganz viele tolle Sachen hier drin. Überlegene Bärenhandschuhe. Schön. Was für Monster wohnen denn hier? Ach so. Na dann kommt mal her. Aua. Na. Huch, da ist ja noch einer. Pilze. Mhm. Haben sie auch schön gekocht, so ein bisschen, ne? Da ist eine Kiste. Das nehmen wir alles mit. Huch, wie komme ich denn da hoch? Ach, war das schon das? Ja, das war das. Okay. Ich bleib mal in der Hexersicht. Nur um die Kisten zu sehen. Wenn man die sonst manchmal so schlecht sieht, da ist ein Pilz. Das ist okay. Da ist der Kochtopf. Ich muss trotzdem noch meine Katze trinken. Das ist sehr, sehr dunkel hier drin. Hier ist nichts. Ups. Da sind. Ja, hier geht's aber wieder raus, ne? Ja. Hahaha. Ha, ha. Ach so, hier ist nur das. Okay. Also nur das, ne? Hä, die Kiste da oben. Ach. Ach, Geralt. So. Geht doch. Hier ist sonst auch nichts. Okay, gut, dann war's das. Denke ich. Nein, bleib doch bitte dabei. Muss noch mehr sein. Da ist noch was. Geralt, würdest du... Geralt, würdest du da bitte hochgehen? Kannst du nicht da... Doch, kannst du. Siehst du, sag ich doch. So. Jetzt haben wir es leer geräumt. Ach da, guck. Da ist er. Das Kind. Mensch. Was? Ach so, bisschen Fleisch, ja gut. Okay. Da ich hier eigentlich gar nicht hin wollte. Muss ich kurz auf die Karte gucken. Kannst du das wegstecken? Wir speichern kurz zwischen, klatschen uns das nochmal rein und pfeifen nach unserem Pferd. Ja, ja, irgendwo... Was ist denn das? Der sich irgendwo da drüben rumtreibt. Hm.
Plötze, komm doch bitte auf die Straße einfach, ja? Geht das, Plötze? Plötze? Wo bist du denn? Ach, da. So, prima. Weiter so, Plötze. Und jetzt folgen wir dem Weg. Entschuldigung. Schrecklich, diese Gebühren. Das hier scheint für König hat sie festgelegt. Nicht ich. Aber du entscheidest, wer passieren darf, nicht Radovid. Vielleicht werden wir uns ja einig. Der winkt ja ganz aufgeregt. Du schon wieder. Ach so, das ist der. Ich denk drüber nach. Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Hm. Ich bin nur ein einfacher Pirat. Einer, der eine Beförderung verdient hat. Woher kommst du? Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Sonst? Erstens kann man in der Einöde keine guten Geschäfte machen. Und zweitens? Hör einfach auf mich und geh verdammt nochmal nicht hin. Den kann man gar nicht so normal reden. Was willst du? Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch! Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. Untersuch den Schauplatz. Ist das weit weg? Geht so. Ja, aber hier lässt sich's mit Plötze so ganz blöd langreiten, muss man ja einfach mal so sagen, wie es ist. Hat er wieder irgendein Licht ausgemacht, Dr. Geralt? Gucken wir doch mal, ne, was wir hier haben. Okay, wir hätten doch mit Plötze retten sollen. Ich geb's zu. Aber das tut dem Geralt auch gut. So ein bisschen rennen ist auch gut für die Figur. Damit er weiterhin so einen Knackarsch hat. Ne? Ist schon wichtig. So. Ja, gleich da. Hier ist also... Ja. Alghul Knochenmark. Gut. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Meinst du? Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Zerrissen und abgenagt. Ah ja, okay. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Da ist noch was? Sieht nach Klauenspuren aus. Aber hier, ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Fußspuren. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Ich wollte bloß kurz gucken, ob wir noch was mitnehmen können. Hier so? Nee, das ist nur zum Untersuchen. Okay. Wo ist die Spur? Da. Dann folgen wir mal der Spur.
Mein Gott, der ist aber durch die Büsche rannt. Da sind Ertrunkene. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, aber erstmal müssen wir die Ertrunkenen ganz schnell platt machen. Was sich gut trifft, weil, wie ich ja vor uns festgestellt habe, wir ertrunkenen Gehirne brauchen, die ich vorher alle verkauft habe, weil ich nämlich dämlich bin. Sonst ist jetzt hier keiner, ne? Nee. Okay, dann schauen wir uns doch jetzt hier mal um. Da ist eine Hütte. Was ist denn das? Nimm's mal mit. Hier drüben möchtest du dich umschauen, ne? Da. Da gehen sie weiter. Okay. Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deine. Was willst du hier? Rede! Ich gehe nur spazieren. Ich muss mit eurem Kommandanten reden. Es ist wichtig. Ich traue dir nicht. Das dachte ich mir schon, als ich deinen Bogen auf mich gerichtet sah. Du hast mich doch im Blick. Und ich neige nicht zu Dummheiten. Da kann ich dich beruhigen. Ich bin beruhigt, wenn du mir deine Waffen gibst. Los, deine Schwerter. Nein. Lass sie fallen, dann bringe ich dich zu Bernossiel. Ich fürchte, ich bin nicht einverstanden. Ein Fehler. Dein letzter. Edme! Sammle Eichhörnchenschwänze als Beweis. Ja, gut. Wenn denen das so wichtig ist. Ich würde trotzdem gerne mal gucken. Wo sind wir denn hier? Ach. 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 Na, dann ist ja alles klar. Okay. Dann weiß ich ja, wo wir sind. Das ist ja schon mal viel wert. Gut, dann kannst du das Ding mal wieder wegstecken. Ach, siehst du das andere. Das bitte auch nicht. Dann, Geralt, mal bitte meditier mal bitte ein Stündchen. Damit wir das alles wieder aufgefüllt haben und es dir auch wieder ein bisschen besser geht. Speichern. Einmal das hatte hier gerufen. Komm schon, Plätze. Ich dachte, jetzt müssen wir ein Monster besiegen, aber. Okay. Verstanden habe ich es trotzdem nicht. Ich wollte die Schwerter nicht aufgeben, das. Nicht so schnell, Plätze. Das war mir irgendwie zu unsicher, mein Schwert abzugeben, wenn die alle bewaffnet sind. Ach, da, Plätze. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen blöd zu lernen. So. Alles gut. Alles gut, Herzchen. Alles gut. Wir sind gleich da. Dass du das Kind nicht umreitest. Schrecklich, diese Scheine für Lovigrad. Der König hat sie festgelegt, nicht ich. Der Mutant entscheidet, wer passieren darf. Ich habe schon interessante Essen. So. Herr Kommandant. Endlich bist du zurück. Endlich? Hast du die Bestie drangekriegt? Es war keine Bestie im Wald. Nur Elfen von einer Bande Skoyatel, die über die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchenschweife. Skoyatel, sagst du? Und ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet. Und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja,
Offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen. Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden Zehnten aufknüpfen. Was? Das müsste reichen. Ja, ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierschein. Viel Glück. Wir haben einen Geleitbrief erhalten. Gleitbrief. Hihi. Das ist ja toll. Einen Gleitbrief. Bevor wir darüber machen, kümmern wir uns dann noch um diesen Quester. Ich rate dir, mach einen großen Bogen. Ich kann nicht mehr. Sei gegrüßt. Hi. Ich würde mir gerne deine Waffe. Hast du Quintquart? Nö, hast du nicht. Was ist denn das? Verwiesenes Fleisch hier, wenn wir nehmen. So. Das behalte ich. Leb wohl. Und verkaufe den irgendwo, wo ich mehr Cash dafür kriege. Interessanteres aus meiner Nase geholt. Tatsächlich hast du. So, und dann reden wir mal kurz mit dem. Was ist denn los hier? Ach so, ich sehe es gerade. Ah, da wollen wir uns doch mal drum kümmern. Ich bin schon da. Ich stehe direkt neben dir. Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus. Hab ich recht? Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Okay. Abgemacht. Ach so. Ach, das sind Plünderer. Oh. Ja gut. Götter. Da kommen welche. Okay. Was glotzt du denn so? Halt doch die Fresse. Ich bin nicht so ganz einverstanden mit dem, was ihr hier tut. Ach so, das sind die dämlichen Hunde. Da kommen welche. Ja, kommt. Na komm. Hoffentlich sind wir hier weg, bevor die Leichen. Mein Rückgrat bricht gleich in zwei. Götter! Huch, weg da, Geralt. Verloren? Ja? Nimm dich vor den Ghulen in Acht. Götter! Wie lange dauert denn das noch? Okay. Töte uns nicht!
Nein, mach ich nicht. Gute Arbeit, Hexer. Hier ist der Lohn für deine Mühen. Ach so, jetzt kann ich mir den verbilligten Passierschein holen. Den brauche ich aber eigentlich gar nicht. Bedeutet weniger Hunger für dich. Den brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Du schon wieder. Und was ist dein Angebot? Ich bin deinem Schwager nämlich schon begegnet. Er und seine Männer können in Frieden arbeiten. Na schön, das ändert alles. Ich muss drüber nachdenken. Bis dann. Wenn ich wüsste, dass ich dann diesen Passierschein jemandem geben kann. Groß wie ein Haus mit riesigen Hörnern. Kommt kein Monster in deine Nähe, wenn du alle Öffnungen mit Knoblauch zu machst. Aber wo bekommt man heute noch Knoblauch? Sie dir erinnern, ich nicht glauben. Nein, stimmt nicht. Was ist denn hier passiert? Wenn ich das irgendjemanden anderen dann geben könnte, würde ich den nehmen für 25, ja? Sie wird jammern, wenn sie den Männern des Barons in die Hände fällt. Aber das reicht. Ich will nichts mehr hören. Kommst du mit zum Wurzeln sammeln? Der blutige Baron heißt so, weil er verrückt ist. Jeden Morgen gurgelt er mit dem Blut. Ja, genau. Der gurgelt jeden Morgen mit Dämonenblut, das haben wir schon, das weiß ja jeder. Ja. Wenn ich wüsste, dass wir die jemand anderem geben könnten, dann würden wir das machen. Aber so. Katzenschulenausrüstung haben wir noch hier drüben, ist auch noch Zeug. Mann. Was ist das denn da? Da will ich auch gerne mal hin. Und ich denke, wir werden uns nicht dahin begeben, sondern wir werden uns... Sprich mit wem? Sprich mit Hattori im Knödelladen. Das ist das Schiff nach Skellige. Besuche Triss in ihrem Haus und Oliver. Huch, und da war meine Internetverbindung gerade weg. Moment. Habe ich mich gerade mitgeteilt bekommen, dass ich für meine Freunde unsichtbar bin. Toll. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Wir werden Triss in ihrem Haus besuchen und werden uns dann mal hier so ein bisschen umschauen. Da haben wir noch die Karte, dann haben wir noch hier eine Schatzsuche, die wir machen können. Und es gibt unterwegs noch einige Anschlagbretter, die wir mitnehmen können. Ich denke, wir werden das wirklich gemütlich erkunden und dann... mal schauen. Ne? Aber als nächstes Scheiterhaufen in Novigrad. Wir werden Triss besuchen. Und da bin ich persönlich schon sehr, sehr gespannt drauf. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.